Aber gut. Okay, wir haben es trotzdem geschafft. First Try sogar, ne? First Try, was los? So, Pfeile nachrüsten. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt hier. Das war zwar der größte oder der Endboss-mäßig hier, aber innen drinne werden wir definitiv noch gegen Hades kämpfen müssen. Glaube ich einfach, das würden sie nicht jetzt einfach nicht so lassen, dass ich jetzt hier einfach Man kann nie zu gut vorbereitet sein. da den Stecker ziehe und fertig ist. Dafür ist das Spiel zu geil gemacht. Das wird bestimmt nochmal richtig episch. Allein schon, wie viele Pflanzen wir hier noch nebenbei hätten pflücken können, wenn wir beim Fight gewesen wären. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Heavy, Alter. Heavy. Okay, da oben ist noch eine Pflanze, die holen wir uns noch schnell. Ey, Junge, 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 Alter. Wer das nicht gesehen hat, der hat echt was verpasst. Der tut mir echt leid für alle. Das war echt auf nervenaufreibend, das sage ich euch, ey. Boah. So, komm, Pflänzchen. Okay, wir haben drei Fachmedizinbeutel voll. Ja, fast voll, ne? Fast voll. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wie weit wir kommen jetzt, ne? Letzte halbe Stunde läuft ja eh. Von daher sollte ich mich mal beeilen. Was los? Ah. Okay. Einmal umgucken. Jetzt geht's rein. Ja, ist kalt, Eloy. Ist kalt. Das verstehe ich. Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Na, ich weiß ja nicht. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Er war schon hier. Er hat das bis hierhin schon alles herausgefunden. Wieso sagt er uns nicht einfach, wir sollen da hingehen? Aber wir herausfinden wollten, ob wir eine Mutter haben oder nicht, ne? Naja, okay. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Oh, schaffen wir? Achso. Oh lol, ich dachte, ich falle jetzt runter, ey. Wie komme ich denn jetzt hoch? Ah, okay. Wieso frage ich eigentlich? Nicht runtergucken. Ey lol, also bitte. So oft geklettert schon. Und jetzt hat sie Angst oder was? Gibt's ja gar nicht. Doch, bei Roller. So, da sind wir. Nicer Scheiß. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Seit Jahren versuche ich hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. So, wann bist du gekommen? Okay. Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg, Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Tja. Reparatur von Gaia. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen.
Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt, ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Das stimmt wohl. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe. Also eben hätte ich gerne Hilfe gebraucht, ey, ohne Spaß. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Na los, gehen wir rein. Wir haben keine Zeit mehr. Reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Okay. Gehen wir rein. Na? Hä? Was stand denn da? Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Yeah, rein damit. Hallo. So, hier müssen wir rein. Ich gucke noch mal schnell, ob wir hier was finden, was uns interessieren könnte. Aha, was Grünes. Na? So, oh, hier. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl. Pass auf, wo du hintrittst. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelett essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit treiben, sie zu archivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Okay, hier hat es eben schön ordentlich geruckelt. Abseilen. Okay, kommen wir ganz runter? Nee. Okay, wir müssen noch weiter. Schade, ich dachte, es wäre einfacher. Kurz mal bis nach unten. Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Mhm. So. Hup. Wow. Ey, Leute. Was ist mit dir nicht richtig, Alter? Wie kann man mich denn so erschrecken? Die hält seit 19 Jahren, oder? Naja. Nicht antworten. So. Da vorne müssen wir rein. Ja, ja, ja. Oh Gottes Willen, Alter. Das wäre geschafft. Ich bin echt gespannt, Alter. Ich bin so gespannt. Hä? Was jetzt auf uns wartet, was für ein Endgegner da kommt, Alter. Was für eine Maschine er entwickelt hat, um sich halt zu repräsentieren, sag ich mal. Müssen sie gelebt haben. Es ist nicht viel übrig. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Hier geht's runter, okay. Heavy, ne? Wie das hier alles aussieht. Richtig gut gemacht. Richtig gut. Ich muss hoch? Okay. So. Ey, wie lange, Alter, es reicht nicht mal 2 Stunden. Zimmer. Ich weiß, sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage. Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Komme ich denn da jetzt lang?
Ach so, hier lang. Okay. Aha. So. Gucken wir mal, ne? Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Scheiße, okay. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Okay, also, sie hat sich geopfert für ihr Team, Alter. Mach's gut, Liz. Und wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Oh Mann. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Gut, was müssen wir jetzt machen? Wieder mit dir quatschen, oder was? Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren... mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Nicht so, wie du meinst. Du verstehst es einfach nicht. Benimm dich nicht wie eine Maschine. Wenn du das glaubst, hast du sie komplett missverstanden. Jeder hatte für sie einen Wert. Alles war erhaltenswert. Für diese Idee hat sie ihr Leben gegeben. Trotz allem, was du erfahren hast, verstehst du es nicht. Die einfachste ihrer Ansichten und die wichtigste. Nein. Sie hatte mehr Verstand und einen größeren Willen. Es ging nicht um Sentimentalität. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Ha, haben wir ihn überredet, Alter. Nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Gut, wo geht's lang? Da oben hin. Okay. Auf sie mit Gebrüll. Okay, wir müssen hier lang. Noah.
Hallo. Da geht's lang, okay. Erst runter, dann hoch, dann wieder runter. Diese Kletterparts, ey. Heavy, Mann. So, kriegen wir noch Gegner hier oder wird das schön chillig? Ich hoffe, chillig. Aber so wie das aussieht. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Oh Gott. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Ey, Heavy, Mann. Achso, nicht nach oben, sondern hier nach links. Oh. Bin ich hier richtig? Ja, okay. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt eigentlich alles erfahren, was wir verfahren mussten. Bin ich jetzt hier richtig? Ich weiß nicht, wir gucken mal. Ah, oh, ja, okay. Stress. Hallo? So, jetzt. Muss ich etwa echt hier... Ja, okay. Hat er echt Panik teilweise, ne? So, und hoch mit uns. Ah, schön. Wie lange sich das hinzieht, ne? 2 Stunden, Alter, sind wir gleich dabei. Und wir haben es doch nicht geschafft. Ich dachte, es ist das Finale. Was? Lol? Willst du mich jetzt verarschen? Hier war ich doch schon. Hä? Och nö, und dann sowas noch, oder wie? Und jetzt falle ich. Ist das lächerlich? Ist das lächerlich? Der hat mich doch dahin geführt. Er hat mich dahin geführt. Die ganze Zeit. Und dann starte ich wieder am Anfang, oder was? Was soll das? Oh. Gibt's ja wohl nicht. So, wo sind wir jetzt hier? So, ich soll da oben hin. Okay. Huh. Hat eben besser geklappt. Okay. Gehen wir mal nach oben. Ach, ist das schön, immer das gleiche immer wieder zu machen. So, da oben. Ach so. Ah, da war ich doch. Oder nicht? Ne, hier war ich definitiv nicht. Okay. Habe ich mich wohl verguckt? Ich bin schuld. Ach, Mann. Ah. Oh, shit. Wieder Kontrollraum. Das sind die letzten Überlebenden gewesen. Oh, zum Glück ist das kein Horrorspiel, Alter. Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Begutachten wir doch mal. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass... hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf. Was ich sagen will, ist, ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige, tadellose Männer.
und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen Unschuldige sterben. Notfallwarnung. Oh Mann. Deswegen haben wir das Wissen nicht mehr bekommen. Heavy, Alter. Na, ich will mit dir reden. Hat sie umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Hm. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten. Ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Oh, der Hoffnung. Achso, komme ich natürlich nicht hin. So. Masterüberbrückung, gib sie mir. Die Masterüberbrückung? Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. So, oh, moin, grüner Flag. Werkstatt müssen wir zurück. Und ich weiß nicht, ob wir es jetzt weitermachen sollen. Ich muss definitiv nochmal einen Stream anfangen, weil ich schaff's sonst nicht, ne? 17 Uhr hatte ich mir vorgenommen zu streamen und haben wir jetzt auch geschafft und deshalb werde ich, glaube ich, das jetzt auch beenden, weil sonst kriege ich hier keinen Speicherpunkt mehr, ne? Sonst geht es hier immer weiter und weiter und weiter und wir kommen immer weiter voran, aber nicht mehr mit mir. So, ich werde versuchen, definitiv nochmal einen Stream auf die Beine zu stellen. Vielleicht am Sonntag noch, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob ich da Zeit habe, weil wegen Gildentreffen am Wochenende und sowas. Und ja, ich muss gucken. Deshalb danke ich euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt schon wieder in den Einstellungen, das müsstet ihr, glaube ich, schon sehen. Und werde jetzt hier auf den Stream beenden. Und ich danke euch, ne, allen, die mir zugeguckt haben. Und wir werden uns, ja, dann zum nächsten Stream wiedersehen. Also Leute, macht es gut. Bis bald!